Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen WoW-Video und diesmal wagen wir uns mal an was Neues, Buntes, Tolles, Verschiedenes, ne? Denn es gibt ja mehrere Leveling-Challenges in WoW und unter anderem gibt es da die Ironman-Challenge. Die habt ihr wahrscheinlich schon von vielen anderen YouTubern gesehen und was ich machen möchte, ist eine ganz coole Geschichte, die ich bei Nixium gesehen habe und das nennt sich die Herr der Ringe Leveling Challenge. Ich habe euch die Regeln mal zusammengefasst in den Kommentaren. Ich habe sie aus dem Englischen übersetzt. Von daher hoffentlich mal passt da alles. Prinzipiell haben wir die Auswahl zwischen einem Menschen, einem Zwerg, einem Gnom oder einem Blutelfen mit der folgenden Klassenkombination. Wir dürfen Mensch sein und dürfen uns einen Krieger aussuchen oder einen Magier. Wir dürfen Zwerg sein und uns einen Krieger machen. Wir dürfen Gnome sein und uns einen Krieger machen. Oder wir dürfen Blutelf sein und uns einen Jäger machen. Ne? Das Ganze hat dann noch ein paar andere Perks, nämlich... erstmal können wir die Class-Challenge machen. es gibt verschiedene Dinge, die ich nur darf. Erstens, nur weißes und graues Equip. Ja, ich darf nicht aus meinen Startklamotten raus, ist auch wichtig. Und ich darf auch keine neuen Sachen anziehen. Also prinzipiell Start-Equip muss ich behalten, bis auf die, ich glaube, Waffe darf ich austauschen, auch wenn sie, also die muss auch grau, weiß oder grün sein. Auktionshaus ist verboten, Berufe sind verboten. Die Regeln, wie gesagt, seht ihr in der Dings, ich kann sie jetzt auch nicht alle aufzählen, aber das Ziel ist es, dass wir leveln und so lange questen, bis wir einen Ring finden. Ne? Und dieser Ring ist der eine Ring, und der muss zerstört werden. Unser ganzes Leveling-Ziel geht darauf hinaus, dass wir zum Blackrock kommen letztendlich und da uns in die Mitte stellen, auf die Insel, die da mitten im Blackrock hängt. Und da müssen wir den einen Ring hintragen und dürfen ihn dann erst zerstören. Dann sind wir quasi fertig mit der Challenge. Ne? Also die Challenge ist nicht bis Level 110, sondern die ist einfach nur, bis man zum Blackrock kommt und den Ring da reinschmeißt, dann darf man einen Slash Plate machen und darf den Screenshot machen und ja, ne, ist also ein bisschen kompetitiv angelegt, kann man so machen. Wichtig ist unter anderem, dass ich als Jäger kein Pet benutzen darf. Das ist eine sehr, sehr doofe Sache leider, aber da kommen wir bestimmt drüber hinweg. Also ab Level 10 können wir uns ja von dem Pet verabschieden. Soweit ich weiß, darf man sogar die Spezialisierung auswählen. Was man aber nicht machen darf, ist sterben, denn sterben ist auch bäh, bäh und böse und darf nicht passieren. Außerdem gibt es verschiedene Rassenperks, ne, und Klassenperks. Zum Beispiel darf ich als Blutelf die erste blaue Ranged-Waffe, die ich finde, anziehen. Oder als menschlicher Magier zum Beispiel darf ich alle Roben anziehen, die weiß sind, ne, also die weiß aussehen. So ein Scheiß halt. Also es ist unheimlich cool und prinzipiell keine Heirlooms, nichts. Man darf nur Sachen benutzen, die man findet oder die man erquestet. Alles andere ist nicht erlaubt. Ich würde sagen, ich mache mir einfach mal einen menschlichen Magier, um das mal auszuprobieren. Also ich habe diese Challenge auch nicht bis jetzt noch nicht gemacht und wir modeln den mal auch so ein bisschen so wie er aussehen sollte, so ein bisschen Gandalf-mäßig. Mal gucken, ob wir das hinkriegen mit der limitierten WoW-Geschichte hier. So richtig was Cooles haben die hier nicht an Frisuren, ne? Lass mal gucken. Ja, das passt eigentlich, ne? Haarfarbe ist natürlich weiß und Bart. Wir brauchen natürlich einen Rauschebart eigentlich. Den gibt es aber nicht. Dann nehmen wir wohl das nächste, was da dran kommt. Nämlich den hier. Und wir nennen den mal ganz, ganz Morelldalf, ne? Ganz, ganz klassisch. Der klassische, Classical Morelldalf. Okay, wir gehen mal rein. Und ich muss wahrscheinlich gleich kurz Add-ons mal einstellen. Das dauert aber nicht so lange. Denn ich habe hier nicht gespielt. Das ist übrigens, was habe ich denn hier? Die Aldor, glaube ich. Aldor ist es. RP. Okay. Ja, ihr seht, man muss kurz die Addons auf jeden Fall einstellen. Sexy Map braucht nämlich ein globales Profil.
Und ja, also ich finde das unheimlich cool, diese Challenge. Von daher wollte ich die gerne machen. Okay, das kann man eigentlich alles jetzt mal ausstellen. Ich brauche nämlich DKP hier nicht. Ne? Das hatte ich mir mal runtergeladen, weil die Leute sich das nicht merken konnten. Und es gibt auch noch dieses Cons Legion. Wo ist das denn? Das ist zum Leveln für Legion. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe es mir mal installiert. Exorcist brauche ich hier auch nicht. Get DKP brauche ich nicht. Handy Notes brauche ich nicht. Draenor Traders brauche ich nicht. Improved Blood Trader brauche ich auch nicht. Ich stelle mal einfach aus, was ich nicht unbedingt brauche. Na, also natürlich braucht man eigentlich überhaupt keine Add-ons. Ich bin nur mittlerweile gewöhnt an dieses Interface. Und Storyline braucht man unbedingt. Storyline ist unheimlich wichtig. Rarity brauchen wir auch nicht. Kann weg. Das ist ein Raid Roll. Ja, Raid Roll kann auch weg. Dungeons sind übrigens auch nicht da. Also wie gesagt, ihr seht das hier unten alles. Ihr seht das hier unten alles. Also kann ich DBM eigentlich auch komplett rausschmeißen. Denn das brauche ich nicht. Zumindest nicht hier. Boah, Alter, diese... Ich glaube, ich muss das gar nicht alles deaktivieren. Ich glaube, das macht das automatisch. So, und jetzt machen wir mal ein Reload UI, damit das alles weg ist, was wir nicht brauchen. Dam, badam, bam. So, jetzt müssen wir noch kurz Bartender mal einstellen. Profile. Wir nehmen Default. Passt. Alles klar. Damit sind wir gestartet in die Challenge und fangen auch gleich an mit einer Quest, nämlich, die Worgen müssen wir töten. Wölfe sind ganz, ganz böse. Also wichtig, wie gesagt, nicht sterben. Ja, da muss ich aufpassen, dass das nicht passiert. Was haben wir hier eigentlich? Wir haben, Stun-Effects werden weggemacht. Wichtig ist natürlich bei so einer Challenge nicht auf einem PvP-Server spielen, weil sonst wird man natürlich sehr, sehr schnell zerfickt. Dieses Ding ist auch wieder an. Ich hasse das Teil eigentlich. Ich brauche das überhaupt nicht. Es nervt mich viel mehr, als dass es mir hilft, nämlich mein Leben und meine Dings angezeigt zu bekommen. Wer braucht denn das schon? Okay, da muss man... Das nervt mich auch, dass ich es immer wieder neu einstellen muss. Wo waren das? Controls? Ich mache erstmal Autoloot an. Ist es Names? Personal Resource Display, genau. So. Das brauchen wir nämlich nicht, denn wir müssen ja eh nur Wölfe töten. Wir haben das Ding eh hier unten. Na, das lohnt sich vielleicht für Leute, die ihr Interface anders eingestellt haben als ich. Aber wenn man seine Lebensanzeige schon da unten hat, dann braucht man doch auch nicht einer, die unter den Füßen nochmal rumkräuchelt und fleuchelt, ne? Von daher ist das mal so eine ganz gute Sache. Ich muss mal gucken, dass ich... Also ich habe mir die Sachen übersetzt und auf ein PDF gepackt, dass ich die auch mal neben mich lege, dass ich nicht vergesse, was ich nicht darf. Denn Mounts sind auch verboten, liebe Leute. Ne? All das... Man muss laufen, auch wenn ich das nicht ganz verstehe, weil Adler sollte man reiten dürfen, ne? So, ich glaube, das dürfen wir auch nicht anziehen jetzt. Und jetzt müssen wir den Schwarzfels-Spion töten, beziehungsweise generell Schwarzfels-Spione töten. Was machen die eigentlich alle hier? Die chillen hier wohl ihre Base. Ah, ist okay. Ich habe ganz vergessen, was die Perks für Mensch waren, ehrlich gesagt. Ich muss nochmal nachgucken. Wie gesagt, wir dürfen ja alles anziehen, beziehungsweise wir dürfen ja nur Dinge benutzen, die wir während Quests bekommen oder von Mobs looten. Ich weiß nicht, ob da Dings dazu zählen. Händler, ne? Also darf ich mir von Händlern was kaufen? Ich weiß es nicht. Bin nicht ganz sicher. Wir müssen mal gucken. Also diese Starterrobe darf ich halt jetzt auch nicht ausziehen, weil ich habe ja keine weiße gefunden. Die muss einfach nur farblich weiß sein. Nicht von der Qualität weiß, sondern farblich weiß. Und dann ist okay. Ich verstehe nicht ganz, warum sie nicht auch grau reingenommen haben, weil Gandalf ist ja eigentlich auch grau am Anfang, ne? Und wird dann zu Gandalf dem Weißen. Ne? Er wird befördert von den Valar. Von daher könnte man doch auch sagen, naja, bis zu einem bestimmten Level darf man nur graue Roben anziehen. Und dann erst ab einem gewissen Level, beziehungsweise man kann ja auch sagen, es gibt ja auch noch Radagast den Braunen, natürlich Saruman den Weißen und die beiden nicht näher benannten Zauberer, die mit der blauen Farbe assoziiert sind. Und die muss man ja eigentlich auch damit integrieren in diese Challenge, von daher, ich würde die gerne überarbeiten, aber ich glaube, dann kriege ich irgendwie Haue von irgendjemandem. Okay, ich nehme den Hut mal hier raus, ne, der ist auch nur kosmetisch, aber ich schmeiße ihn trotzdem weg, weil den dürfen wir auch nicht benutzen.
Okay, ist diese Robe weiß? Nö, so gar nicht halt, ne? Dann dürfen wir sie auch nicht anziehen. Aber wir haben jetzt hier unseren Feuerblast bekommen. Ich weiß ja nicht so ganz, für was es sich dann lohnt, diese Challenge zu machen. Also, wir können uns ja später noch eine Spezialisierung aussuchen. Mich würde mal interessieren, welche sich da am meisten lohnt. Ja, Frost ist natürlich nicht schlecht. Der hat eine coole weiße Robe und die will ich haben. Boah. Ich bin, wie ihr hört, immer noch nicht so ganz gesund. Ne, ich habe immer noch so ein bisschen den Husten. Von daher hoffe ich mal, dass das zumindest geht im Video. Also ich räusper mich ab und zu mal. Das geht halt einfach echt nicht anders momentan. Oh, okay, der überlebt das ganz knapp. Aber man merkt schon, ne, wie viel Unterschied es macht, wenn man mal nicht mit Erlums hier rumläuft, sondern eben mit komplett weißem Gear. So. Wir sollen Soldaten wiederbeleben. Okay, das kriegen wir wohl hin. Naja, wenn ich unglücklicherweise sterben sollte, muss ich den Charakter halt löschen. Das ist ein bisschen schade. Ne? Man löscht eigentlich nicht so gerne Charaktere. Generell nicht, auch wenn man sie eigentlich nicht mehr spielt. Man hat über die Jahre hinweg so eine riesenlange Bibliothek von Charakteren aufgebaut. Und die will man natürlich auch behalten eigentlich. Entschuldigung. Wie gesagt, meine Stimme ist noch nicht so ganz wieder da. Aber ich wollte gerne was aufnehmen, weil ich... ich will nicht, dass so lange Pause ist. Ne? Das nervt euch, das nervt mich auch. Und wir müssen da irgendwie einen Kompromiss jetzt finden. Also, wenn es euch zu sehr stören sollte, dass ich mich räusper, komm, hau drauf, Mann. Du kannst nicht vorbei. Frostmager wäre natürlich die beste Variante eigentlich, ne? Vom Vorteil her, weil die werden halt geslowt, die Viecher ohne Ende. Aber ich glaube, ich werde Feuermagier spielen, ne? Damit man eben die Flamme von Udun und sowas benutzen kann. Das wäre ja aus RP-technischer Sicht schon in Ordnung. Denn wir sind ja auf den Aldorn, wir sind ja ein RP-Server. Und ich dachte mir, ja, das passt eigentlich am besten zu dieser Challenge, ne? Dass man einfach einen RP-Server sich aussucht. Wir gucken mal, ob wir Erste Hilfe mitskillen dürfen. Also wir dürfen es mitskillen, aber ob wir es auch machen. Das ist halt jetzt eine Frage, ob das sich lohnt irgendwie. Okay, wir sollen zurück zu dem guten Jungen da vorne und uns ihm ein bisschen nähern, ne? Ja, also, okay, ich weiß doch, wie das funktioniert. Warum habe ich da auf I gedrückt? Ich will doch nicht informiert werden. Ich kenne mich doch schon aus, ne? Felix kennt sich aus, Felix weiß Bescheid. Briefe von Felix. Hoffentlich kriege ich keine. Wir, ich werde, wie gesagt, mir die Dings nochmal durchlesen, die Challenge insgesamt. Aber ich glaube, im Magier sind wir auch ganz gut aufgestellt eigentlich, ne? Ich hätte noch so ein paar andere Sachen ganz cool gefunden, wie Untote Krieger, wo man dann so ein bisschen den Nazgul-Flair hat, mit schwarzem Gear, ne, und sowas. Das wäre schon, oder Todesritter, man könnte einfach als Todesritter anfangen. Das wäre natürlich ein bisschen gecheatet, weil die starten auf Level 55. Aber... das wäre auch eine coole Idee, ne? Man kommt dann halt relativ einfach zum Blackrock, wenn man aus der Starterzone raus ist. Und den Ring kriegt man halt auch direkt. Naja gut, das wäre echt ein bisschen langweilig als Todesritter. Vielleicht müsste man dann hinzufügen, dass Todesritter nur auf PvP-Ram spielen dürfen oder sowas. Das wäre vielleicht, um das ein bisschen zu balancen. Bin mir nicht ganz sicher. Also ich mache mir da auch nicht so viel Gedanken über diese ganzen Challenges, von daher... kann ich da auch nicht so die Masse an Info, ne, jetzt raushauen für euch, weil ich bin das halt auch echt nicht gewöhnt, so eine Challenge zu machen. Und vielleicht fällt mir so im Laufe der Challenge irgendwas auf, wo ich denke, boah, das wäre irgendwie voll cool. Das könnte man irgendwie nochmal integrieren in so eine Challenge und dann baue ich mir halt eine eigene zusammen. Mein Herr-der-Ringe-Challenge wäre jetzt halt ein bisschen nachgemacht, ne, wenn ich die verändern würde und so. Da würde ich dann vielleicht lieber eine eigene machen. Weiß noch nicht genau was, aber irgendwas Cooles findet man bestimmt noch. Man könnte, keine Ahnung, eine Aragorn-Challenge machen. Aragorn ist ja eigentlich auch mehr oder minder Herr der Ringe verschnitt. Ne? Also er hat sich schon sehr stark von Dings inspirieren lassen von Tolkien. Das merkt man auch einfach. Also Christopher Paolini hat sich ziemlich von allem inspirieren lassen. Man muss dazu, man sieht es nicht, aber ich mache gerade Anführungszeichen in meinen Fingern. Und... da könnte man vielleicht auch nochmal anbauen irgendwie mit Drachenreitern und so, dass man nur Mounts reiten darf, die Drachen sind ab einem gewissen Punkt
Oder man spielt eigentlich Jäger und darf nur, keine Ahnung, man darf nur Drachenpads benutzen oder so ein Scheiß. Das wäre schon geil. Ne? Das wäre schon geil. Müsste man mal sich überlegen, was man da so machen kann. Dann könnte man Blutelf spielen und auch wieder Magier oder Nachtelf und Magier. Na gut, Nachtelfen, die das sind halt von der Hautfarbe her, passen sie halt nicht so ganz, ne? Aber man muss es ja auch nicht übertreiben mit der Korrektheit, ne? Political Correctness ist für ein Arsch, liebe Leute. Ja, halte ich nichts von. Halte ich echt nichts von. Aber einige Leute tun das und wollen das und naja. Wenn sie es unbedingt wollen. Wir haben eine neue Tasche bekommen. Da war schon wieder ein Huster. Vielleicht 100 Quests completed? Was? Auf dem Charakter doch bitte nicht. Willst du mich verarschen? Bin Level 4 nach 100 Quests gemacht. Ach du Scheiße, Mann. Level ich langsam. Okay, wir müssen zurück. Battle Pads. Battle Pads sind, glaube ich, nicht verboten. Man könnte auch über Battle Pads leveln. Das wäre mal eine Idee eigentlich. Das ist bestimmt auf jeden Fall einfacher als hier so zu leveln. Aber na gut, wir machen das jetzt. Spezialisierungskram ist in den Regeln nicht angegeben. Da könnte man natürlich auch ein bisschen was machen. Und das angeben und verschiedene Sachen irgendwie rausschmeißen. Ich meine, als Jäger macht es natürlich keinen Sinn, Beastmaster zu sein. Ne? Man darf ja das Pet eh nicht benutzen. Von daher ist das ein bisschen dämlich. Dann, wenn man sagt, ich bin Jäger und mach Beastmaster. Das will man ja eigentlich vermeiden, aber naja, gut, wenn die Leute das skillen wollen, warum eigentlich nicht, ne? Ich meine, nur weil es nichts bringt, heißt das ja nicht, dass man es nicht skillen darf. Oder dürfen sollte. In dieser Challenge. Bin mal gespannt. Also, ich weiß echt nicht, wie weit ich das schaffe. Ich hoffe, dass ich die Challenge auch zu Ende bringe. Aber das sehen wir dann, ne? Man muss halt immer gucken, dass man ein bisschen vorsichtiger spielt. Er jetzt zum Beispiel hat ordentlich Life. Da ist gerade ganz gut, dass der ein bisschen geslowt wird und erst an mich rankommt, wenn er schon fast tot ist. Da muss man sagen, ist natürlich die Frostskillung sehr dominant. Dominant besser auch. Aber naja, was soll's, ne? Kann man nichts machen. Ich will meinen Willen. Ich setz meinen Willen durch und werde Feuermagier. Flamme von Udun und so. Ist wichtig. Ist wichtig. Kann man sich noch ein Makro schreiben für Flamme von Udun? Eigentlich müsste man da irgendwie so eine Flammenwand oder sowas machen. Das wäre schon geil. Das wäre so richtig geil. Ich bin Gebieter der Flamme von Arnor. Da wäre natürlich die Frostbarriere irgendwie ganz cool vom Frostmagier. Müsste man sich so ein bisschen den Shit zusammenbauen, ne? Ich weiß nicht, ob man die Frostbarriere mittlerweile auch skillen kann. Ich habe mit Magier echt null Erfahrung seit Legion. Ich habe meine Magierin auf Feuer geskillt und habe mal kurz gespielt, aber auch nicht mehr. Waffen dürfen wir auch an sich so einfach wechseln. Das ist kein Problem, solange wir sie, wie gesagt, über Quests bekommen oder finden. Und sie, ich glaube, maximal grün dürfen sie sein, es sei denn, man ist Blutelf. Dann darf man natürlich auch die erste blaue Waffe, die man findet, mitnehmen. Und die findet man dann wahrscheinlich unten in Tranquillen, wenn man da Khandrathir macht. Die Frage ist halt, ob man das schafft, weil das ist schon eine harte Nuss, die man ohne Level Gear immer noch nicht so leicht schafft und immer noch so ein bisschen Probleme mit hat, ne? Was ist denn hier für eine Quest? Julia the Pet Tamer, okay. Da könnten wir eine Pet-Level-Quest bestimmt machen. Oder irgendwas Cooles. Was ist denn überhaupt momentan für ein Event? Das Legion Dungeon Event. Okay, ich könnte auch mal Legion Dungeons machen und die aufnehmen. Ich wollte halt einfach wieder ein bisschen WoW-Content haben. Und dachte mir so, ja, normal Legion leveln ist ein bisschen langweilig. Oh, da kommt ein Wolf, da kommt ein Wolf. Der ist Level 5. Lauf! So viel Schaden macht er nicht, aber lauf! Okay, weißt du was? Wir töten den einfach. Da ist noch ein junger Wolf dabei. Aber jetzt anstelle von dem einfach wegzulaufen, töten wir ihn einfach und nehmen die EP mit. Bäm! Stirb, junger Wolf. Warum habe ich den eigentlich gepult? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ja, jetzt holen wir uns einfach noch einen Wolf, dann sind wir Level 5. Ja, Mann. Ja, Level Challenge hier. Ahu! Ja? Wir haben schon mal bis Level 5 geschafft. Das ist ja schon mal was. Und okay, jetzt haben wir eine Frostnova bekommen. Das ist natürlich
auch richtig Porno eigentlich, ne? Weiß gar nicht, was kriegen wir denn noch so Schönes? Eislanze Polymorph. Ah, okay, wir sind, wenn wir das auf Frost spielen. Frostnova behalten wir aber glücklicherweise. Hotstreak, Blink, Flamestrike, Counterspell, Blazing Barrier. Die ist gut, ne? Ja, die Blazing Barrier wollen wir natürlich haben. Level 26 ist ja großartig. Das ist ja großartig. Da denkt ja mal jemand mit bei Blizzard, dass ich diese Challenge mache, die der Typ sich, keine Ahnung, vor 5 Minuten gefühlt ausgedacht hat. Koboldkerzen. Ja, du nimmst nicht Kerze. Du nicht nehmen Kerze. Wir sind aber jetzt in diesem Gasthaus und werden uns von jetzt auch verabschieden, denn unsere Zeit ist zu Ende. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ja, macht's gut. Bis dann. Tschüss.